Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC. Wir sind zurück bei dem BlackBerry DTEC 50 und wir sehen uns an dieser Stelle die Bedienung der Kamera-App etwas genauer an. Wir sehen zunächst einmal natürlich wesentliche Bedienelemente direkt auf dem Display, ohne dass wir in irgendwelche Einstellungsfelder genau hineingehen müssen. Das heißt, wir haben hier erstmal die wesentlichen Verlinkungen natürlich auf dem Display. Über das Display selber im Übrigen haben wir auch hier wieder die Möglichkeit zu fokussieren. Wenn der Fokus wirklich gefunden würde, wird dieser kleine Ring dort auch verengt und wird eben grün angezeigt. Dann wurde wirklich einen Fokus gefunden. Wir haben hier wieder die Möglichkeit hinein zu zoomen und wir haben auch die Möglichkeit, die Helligkeit über das Display direkt zu verändern in einem Bereich von +2 bis -2. So viel erstmal zu der Bedienelementfläche, die wir hier in der Mitte natürlich sehen können. Auf der rechten Kante sehen wir dann die Möglichkeit, Effekte einzuschalten. Da gibt es verschiedenste von Negativbelichtung über Vergoldung, Fixieren, Sepia-Modus etc. Da kann man sich einfach gerne durchklicken. Dann haben wir die Möglichkeit, Modi auszuwählen. Das heißt, das werden wir auch gleich natürlich in einzelnen Kategorien nochmal besprechen. Wir haben einen Videomodus, einen Fotomodus und einen Panoramamodus. Wir haben die Möglichkeit, ein Foto direkt aufzunehmen über den Auslöser, der hier liegt. Wir haben die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Hallo an dieser Stelle. Und wir haben auch die Möglichkeit, natürlich die aufgenommenen Bilder uns anzusehen, wenn wir unten rechts in die Galerie gehen und uns dort einfach durch die Seiten scrollen. Die Bilder können wir nach wie vor natürlich hier bearbeiten. Wir können Bilder teilen, über Messenger verbreiten, über den Löschtaster dort auf der rechten Kante, aber natürlich auch einfach entfernen, wenn uns die nicht gefallen sollten. Auf der linken Kante finden wir des Weiteren ganz oben erstmal die Möglichkeit, aus dem Automatikbereich in den manuellen Modus zu wechseln, egal in welcher Einstellung wir uns befinden. Dann haben wir den Einstellungsbereich. Dort werden allgemein nochmal sowohl für den Fotomodus als auch für den Videomodus einzelne Einstellungsbereiche, Bildformate, Aufnahmequalität festgelegt. Das sehen wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Dann finden wir hier ansonsten auf der linken Kante den HDR-Modus. Der HDR-Modus eignet sich vor allen Dingen für etwas schwierigere Lichtsituationen, starkes Gegenlicht beispielsweise oder glänzendes Licht in Dunkelheit beispielsweise. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo eben die Aufnahmesituation etwas schwieriger ist. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dass der HDR-Modus entweder automatisch, wenn wir das aktivieren, oder dauerhaft ungefähr im Durchschnitt 3 Bilder hintereinander schießt in verschiedenen Belichtungen. Die werden von dem System zusammengerechnet und ein Bild mit optimaler Belichtung entsteht sozusagen. 4:3 Modus, 16:9 Modus und 1:1 Bild Modus liegt uns hier im Fotobereich vor. Das können wir auch direkt auf dem Live-View des Displays hier uns in dem Bildformat ansehen. Das heißt, 4:3 Standard Modus hätten wir jetzt an dieser Stelle. 16:9 geht dann über das eigentlich komplette Display. Und der 1:1 Bereich hat dann eben gleich lange Seiten jeweils, das heißt ein quadratisches Bildfeld sehen wir dann dort. Dann haben wir noch den zeitverzögerten Auslöser. Wenn der deaktiviert wird, wird natürlich sofort aufgenommen, ansonsten nach 3 oder 10 Sekunden. Und dann haben wir hier nochmal zusammengefasst einen automatischen Blitz, der schaltet sich dann software-eigen ein, wenn die Software denkt, es wäre zu dunkel. Den dauerhaften Blitz, der schaltet dann immer mit an. Den dauerhaften Blitz, der ausgeschaltet ist, der schaltet dann dementsprechend nie an. Und wir haben letztlich auch die Taschenlampe zu sehen auf der Rückseite mit verschiedenen LEDs. Genau, und das waren dann auch schon alle Elemente, die wir erstmal hier im reinen Automatikmodus finden können. Wir wechseln dazu jetzt im Fotomodus erstmal in den manuellen Modus und sehen uns dort nochmal ein paar Dinge an. Hier liegen natürlich auch die Dinge erstmal im Automatikmodus an sich. Diesen Automatikmodus kann man dann aber auch umgehen, wenn man die einzelnen Felder anwählt und dann hier in diesen einzelnen Skalen sich manuell durchscrollt. Das heißt, wir haben hier im Fokusbereich erstmal die Möglichkeit, zum Beispiel auf die Landschaftsaufnahme zu gehen, alles über 2 Meter. Dann haben wir 2 Meter, 1 Meter, 1,5 Meter, 0,2 oder auch 10 cm, das heißt 0,2 Meter oder 10 cm. Das lässt sich hier auswählen bis hin zu einem einfachen Makromodus, alles was unter 10 cm liegt und vor der Linse noch Platz findet. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir an Objekte herantreten, die auch 2 cm oder so vor der Kameralinse liegen. Das würde nicht funktionieren, dann würde das Ganze unscharf, aber es geht noch ungefähr auf 7 cm, 6 cm, dass es noch scharf ist. Das werden wir uns später auch im Video noch näher ansehen. Das heißt, in den Impressionen, die in der Playlist auch hochgeladen wurden. Weißabgleich findet sich erstmal in Kategorien, das heißt Sonneneinstrahlung, Bewölkung, Neonscheinwerfer bzw. Neonlicht- und Halogenstrahler. Oben finden wir dann noch Kelvin-Bereiche, durch die wir uns auch scrollen können, die hier im Bereich von 2000 Kelvin bis 8000 Kelvin angelegt wurden. Dann geht es auch schon direkt weiter. Wir haben nochmal einzelne Verschlusszeiten. Die Verschlusszeiten gehen hier von einem 8000stel bis, scrollen wir das ganz nach oben,
ein halb. Das bedeutet, dass wir hier innerhalb von einer, muss nochmal hochscrollen, genau, eine Aufnahme dann insgesamt 2 Sekunden, beziehungsweise nein, es ist eine halbe. Sekunde. Genau, innerhalb von einer halben Sekunde dort auslösbar ist. Das ist in diesem Bereich erstmal relativ wenig. Dass man das so gesehen nicht nach oben erweitern kann, ist sozusagen ein bisschen schade. Sonst hat man meistens auch die Möglichkeit, eben für dunkle Aufnahmen beispielsweise dort auch in Bereiche vorzudringen, wo die Zahlen sich sozusagen einmal mehr oder weniger umkehren. Das heißt, dass wir dort dann die Möglichkeit haben, dort ganz gezielt eben zum Beispiel zu sagen, wir möchten einen Auslöser von 10 Sekunden beispielsweise haben, dass dann 10 Sekunden Licht auf den Sensor fällt beispielsweise. Geht es weiter mit der ISO-Empfindlichkeit. Hier haben wir eine Lichtempfindlichkeit von 100 bis zu 9600. Auch mit der ISO-Empfindlichkeit sollte man ähnlich so ungefähr wie mit dem digitalen Zoom sozusagen ein bisschen sparsamer vorgehen im Allgemeinen. Das liegt einfach daran, dass man im ISO-Bereich sozusagen künstlich versucht, Dinge aufzuhellen oder künstlich die Lichtanfälligkeit des Sensors versucht zu erhöhen, und dann kann es eben auch dazu führen, dass wenn man dort in zu hohe Bereiche geht, es schnell zu Bildrauschen kommen kann. Gut, kommen wir zu der letzten Kategorie. Wir haben hier im Automatikbereich, wenn wir den nochmal auf der rechten Seite anklicken und also von der ISO-Anzahl nochmal in den Automatikbereich wandern, beziehungsweise nicht von der ISO-Anzahl, sondern von der Blendenanzahl, haben wir auch die Möglichkeit, hier nochmal die Helligkeit einzustellen in einem Bereich von plus bis minus 2. Alles lässt sich zurücksetzen, indem wir immer rechts auf den Automatikmodus gehen. Zum Beispiel hier, dort, dort, das heißt immer auf der rechten Kante liegt der Automatikmodus, den wir dann dort wieder anwählen können. Ja, und das war dann auch schon der kleine manuelle Modus hier in dem Hauptkamerabereich über den Fotomodus. Wenn wir das Ganze drehen, dann haben wir dort übrigens nicht die kompletten manuellen Modi, die wir sonst über die Hauptkamera hätten. Das heißt, zwischen dem Frontkameramodus und dem Hauptkameramodus gibt es keine gravierenden Unterschiede. Die manuellen Einstellungsbereiche gibt es hier allerdings nicht in diesem Umfang. Das heißt, wir haben eigentlich nahezu nur einen Automatikmodus hier im Frontkamerabereich. Beides findet sich nicht nur im Fotomodus, sondern eben auch im Videomodus wieder. Wechseln wir dazu auch direkt einmal die Modi. Kommen wir vom Fotomodus zum Videomodus. Sehen uns dort die Möglichkeiten an. Auch hier wieder Helligkeitseinstellungen plus bis minus 2. In der Mitte Fokus, Zoom ist auch wieder mit drin. Die Möglichkeit, ein Foto aufzunehmen, währenddessen haben wir übrigens auch. Wir haben die Möglichkeit, während der Aufnahme, wenn wir sie aufnehmen, nicht auf die Pause-Taste zu drücken. Das ist ein bisschen schade. Das kennen wir auch von den Apple-Systemen, dass man dort teilweise darauf verzichtet. Das ist wirklich ein bisschen schade. Ansonsten haben wir aber die Möglichkeit, währenddessen noch den Fokus natürlich auszuwählen, auch auf den Autofokus zurückzuwechseln, wie man unten rechts an dem Button sehen kann, die Helligkeit während der Aufnahme einzustellen oder die Taschenlampe einzuschalten. Ansonsten in der generellen Bedienung auch hier die Möglichkeit, natürlich in die Galerie zu wandern und sich dort die Dinge anzusehen, zwischen den Modi auszuwählen, die Haupt- und Frontkamera zu wechseln. Hier haben wir übrigens auch kaum Unterschiede, das heißt keinen richtigen manuellen Modus in der Frontkamerabereich. Taschenlampe können wir natürlich auch hier einschalten, unten links. Wir haben die Möglichkeit, in den Videomodi von Full HD bis HD auszuwählen, jeweils in 80 oder 60, 30 oder 24 Bildern pro Sekunde. Das sind also alle Möglichkeiten, die wir hier dann im Videomodus noch finden können. Und jetzt wechseln wir einmal, um uns einen Überblick verschaffen zu können zwischen dem Videomodus und dem Fotomodus. In den zusätzlichen Einstellungen sehen wir nochmal in diesen Einstellungsbereich. Fotoqualität haben wir fein bis Standard. Das heißt, alles ist ja auch JPEG komprimiert. Vor der Aufnahme fokussieren bedeutet, dass der Auslöser erst dann betätigt werden kann, wenn wirklich fokussiert wurde und man das sicherstellen kann. Gesichtserkennung kann hier noch gewählt werden. Videoauflösungen sind gleich, wie wir hier nochmal feststellen werden. Haben wir uns eben schon angesehen. Full HD und HD-Modus mit 60, 30 und 24 Bildern pro Sekunde. Erweiterte Videostabilisierung, das ist nochmal ein digitaler Bildstabilisator, den man noch dazu wählen kann, wenn man das möchte. Rasterlinien werden uns dann horizontal und vertikal angezeigt, wie man hier nochmal sehen kann, damit man die Symmetrie innerhalb eines Bildes einfach leichter finden kann. Ortung, GPS-Daten können also hinzugefügt werden.
Töne können hinzugefügt werden und es kann ausgewählt werden, wo die Medien gespeichert werden sollen. Soll das auf der SD-Karte passieren, das heißt auf der externen Speichererweiterung oder im internen Speicher. Und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, die Volume Rocker zu belegen, das heißt die Lautstärketaste mit dem Erfassen, das heißt mit dem Fokus, mit dem Zoom oder aber mit der Lautstärke zu belegen. Das sind also auch die einzelnen Möglichkeiten, die wir ja noch haben. Was allerdings, was ich eigentlich hier vermutet hätte, aber hier leider nicht zu finden ist, wir haben keinen manuellen Modus innerhalb des Videobereiches, was ich wirklich sehr, sehr schade finde, weil gerade da wäre es auch interessant, Bändenanzahl, ISO-Empfindlichkeit etc. noch mit einzustellen. Das findet man aber hier leider nicht. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Letzter Modus ist der Panorama-Modus. Zur Aufnahme eines Panoramabildes drücken Sie die Aufnahmetaste, danach drehen Sie Ihr Gerät langsam nach oben oder unten, bis die Kreise aufeinandertreffen. Durch diese Art können wir also den Panoramamodus einschalten. Was jetzt noch interessant wäre, das lässt sich aber hier über die Einstellung auch nicht lösen, ob man den Panoramamodus auch in anderen Bereichen auswählen kann. Das heißt, ob ich das nur von oben nach unten machen kann oder auch von links nach rechts. Das wäre noch mehr oder minder interessant. Vielleicht kann ich auch im Hochformat dann das Ganze sozusagen einfach nur aufnehmen und kann mir sozusagen dadurch ein Panorama auch in der horizontalen sozusagen erzeugen. Das wäre jetzt noch eine relativ gute Frage. Ansonsten versucht man eben, wie man hier sehen kann, immer nach Möglichkeit ein Foto innerhalb dieses Bereiches aufzunehmen, bewegt das Gerät dann immer langsam in diesen Bereich und dann wird eben Stück für Stück auf der linken Kante das Bild zusammengesetzt, bis sozusagen man sagt, mir genügt das, ich drücke auf Speichern und dann sehe ich mir das nachher an. Ja, und das war es dann insgesamt auch schon von dem kleinen Kameratutorial. Wir haben uns einfach einmal die App angesehen, uns einen groben Überblick über die Bedienbarkeit dieser App verschafft. Im Allgemeinen muss man sagen, BlackBerry baut hier zwar mit der eigenen Kamera-App auf eine möglichst gute intuitive Bedienbarkeit, schraubt den Funktionsumfang teilweise aber auch in relevanten Details zurück. Dass ich keinen manuellen Modus im Videobereich finde, finde ich äußerst schade. Dass man zwischen Frontkamera und Hauptkamera nochmal unterscheidet, verstehe ich. Das gibt es in vielen Systemen, dass man die manuellen Einstellungsmöglichkeiten nur der Hauptkamera und nicht der Frontkamera zuteilt, ja. Aber dass es im Videomodus nicht mal einen manuellen Modus gibt oder keinen richtigen manuellen Modus, es ist ein bisschen schade, sagen wir es mal so. Aber das soll es insgesamt auch schon gewesen sein. Falls ihr Fragen habt und solltet, stellt die natürlich wie immer gerne in den Kommentarspalten unterhalb des Videos, denn dafür sind sie da. Und ansonsten bedanke ich mich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.